Guten Morgen. Beinahe war die abgemagerte schwarze Katze an den fremden Katzenteller herangeschlichen, als sie einen entsetzten Schrei hörte. Ach, diese schreckliche Katze! Und dann wütend, mach, dass du fortkommst. Die fremde Katze konnte mit einem großen Sprung über den Gartenzaun entwischen. Sie flitzte über die Straße, durchquerte ein Feld und verschwand im nahen Wald. Als sie das Dickicht erreicht hatte, setzte sie sich mit klopfendem Herzen hin und blickte zurück. Wieder einmal werde ich nichts zu fressen haben, wenn ich nicht doch noch mit Glück eine Maus fangen kann, dachte sie traurig. Sie hatte kein Glück, so schlief sie hungrig ein. Mitten in der Nacht unternahm sie einen kleinen Streifzug durch den düsteren Wald. Sie erschrak heftig, als es dicht neben ihr im Laub raschelte und Zweige knackten. Doch eine freundliche Stimme sprach sie an. Hallo, wer bist du denn? Sie erblickte einen großen Feldhasen und gab scheu zur Antwort, ich bin die Katze und schaue mich hier etwas um. Der Hase lachte. Du heißt Katze? Du liebe Zeit, es gibt viele Katzen. Hast du denn keinen Namen? Übrigens, mein Name ist Hoppel von der Wiese und da drüben ist meine Frau Hoppla. Du solltest mal einen Besuch auf unserer wunderschönen Wiese machen. Die würde dir bestimmt gefallen. Als die Katze ihn nur traurig anblickte, aber nichts antwortete, fühlte er sich beleidigt, schüttelte seine langen Ohren und hoppelte davon. Die Katze hörte ihn nur noch murmeln, so bleib halt hier, du dumme, dreckige Katze. Sie ging langsam zu einem großen Baum, kletterte hoch hinauf und rollte sich auf einer Astgabel zusammen. Sie legte den Kopf müde auf ihre Pfoten und dachte nach. Hast du keinen Namen? Hatte der Hase gefragt. Nein, sie wusste nichts. Sie wusste nicht einmal, woher sie kam. Jedenfalls konnte sie sich nicht daran erinnern. Alles, was sie kannte, war das Leben irgendwo draußen im Wald oder auf dem Feld. Sie war schon oft in Gefahr gewesen, hatte sich manchmal gefürchtet. Sie wusste auch, dass sie nicht schön war. Nein, ihr Fell war zerzaust und meistens dreckig. Ihr Körper war abgemagert, weil sie oft zu wenig zum Fressen fand. Doch das Schlimmste von allem war die Einsamkeit. Sie hatte kein Zuhause, wo sie in Sicherheit war. Sie hatte keinen Namen. Ich gehöre nirgendwo hin, waren ihre letzten Gedanken, bevor sie einschlief. Als sie die Augen öffnete, stand die Sonne schon voll am Himmel. Sie streckte sich und schaute sich blinzelnd um. Der Baum, auf dem sie geschlafen hatte, war eine alte, dürre Tanne, der die Spitze abgebrochen war. Trotzdem war sie höher als die umliegenden Bäume. So konnte die Katze die Gegend weit überblicken. Auf der einen Seite hörte der Wald bald auf. Dahinter lag eine wunderschöne Wiese. Es musste jene von Hoppel und Hoppla von der Wiese sein. Und noch weiter hinten, was war denn das? Blau wie der Himmel und doch auf der Erde. Es muss der Himmel auf der Erde sein, flüsterte die Katze. Sie nahm den Berg, der sich auf der einen Seite davon mächtig erhob, nur flüchtig war. Dann kletterte sie hastig, von Neugierde getrieben, den Baum hinunter und rannte in Richtung des unbekannten blauen Himmels auf der Erde davon.
Sie durchquerte die Wiese und rannte mit den Schmetterlingen um die Wette. Dabei vergaß sie einen Moment ihre unglückliche Situation. Sie war glücklich, sie war frei. Heuschrecken sprangen erschrocken auf die Seite, Bienen und Hummeln summten über ihren Kopf. Hoppel hatte recht gehabt. Es war eine wunderschöne Wiese. Doch die Katze ging weiter. Langsam wurde der Boden immer weicher, das Gras kleiner und die feinen Halme kitzelten die Katze leicht an der Nase. Wunderbar, wie ein Teppich ist der Boden hier, sagte sie leise zu sich selber und legte sich für ein kleines Schläfchen in die Sonne. Später sprang sie mit übermütigen langen Sätzen weiter, doch plötzlich fühlte sie ihre Pfötchen ins Nasse gleiten. Sie machte noch einen großen Sprung und oh Schreck! Wo war sie nur gelandet? Dreckig, braun und nass war der Boden ringsum. Sie hatte wirklich nicht aufgepasst, als sie so leichtfertig einhersprang. Nun war sie mitten in einem Sumpf gelandet. Mühsam hob sie eine Vorderpfote aus dem Schlamm. Doch dadurch versank sie mit den anderen beiden nur noch tiefer im Morast. Miau, miau, rief sie ängstlich, doch niemand schien sie zu hören. Sie zappelte, schrie und versank nur noch tiefer. Voller Verzweiflung schloss sie die Augen und schrie noch einmal so laut sie konnte um Hilfe. Miau! Nichts rührte sich. Sie öffnete die Augen und blickte hilflos um sich. Da sah sie unweit vor sich ein Holzbrett aus dem Sumpf ragen. Wenn ich dieses bloß erreichen könnte, dachte sie und hob vorsichtig eine Pfotterpfote aus dem Dreck. Sie streckte sich, versuchte mit den Krallen das Brett zu ergreifen und es gelang ihr wirklich. Mit großer Anstrengung gelang es ihr, sich Zentimeter um Zentimeter aus dem Schlamm hinauszuziehen. Mit letzter Kraft zog sie sich ganz auf das Brett. Ihr Körper fühlte sich schwer und steif an vor Dreck. Langsam balancierte sie über das schmale Holzbrett. Es reichte bis zum Ende des Sumpfes, welcher von Schilf umgeben war und sich jeweils bei Regenwetter in einen kleinen See verwandelte. Durch die Schilfrohr hindurch erblickte sie nun auch das Blaue, das sie gesucht hatte, den Himmel auf der Erde. Sie musste beinahe über sich selbst lachen. Vor ihr breitete sich ein wunderschöner See aus. Hatte er nicht vom Baum aus so geheimnisvoll ausgesehen? Wieso hatte sie nicht gleich erkannt, was es war? Stattdessen hatte sie sich unnötig in Lebensgefahr gebracht. Möglichst schnell wollte sie weg von dieser Stelle, die ihr beinahe das Leben gekostet hatte. Vorsichtig machte sie einen Bogen um den Sumpf. Langsam, ohne ihr Wissen, ging sie in Richtung des hohen Berges. Auf einem von der Sonne erwärmten Stein rollte sie sich zusammen und schlief erschöpft ein. Als sie aufwachte, war es Nacht. Ihre grünen Augen funkelten in der Dunkelheit. Sie blickte sich erstaunt um. Dort, hoch oben am Berg, leuchtete ein helles Licht in die Nacht hinaus. Sie wusste nicht, weshalb, aber sie hatte plötzlich den Wunsch, zu diesem Licht zu gelangen. Es zog sie unwiderstehlich an. Sie sprang auf. Trotz ihres Hungers und des vom getrockneten Dreck steifen Fels rannte sie auf das helle Licht zu. Der Hügel wurde steiler, es schien ihr, als wäre sie schon stundenlang gerannt und noch immer war das Licht in weiter Entfernung. Immer wieder musste sie über Steinblöcke und Felsvorsprünge klettern. So kam sie nur noch langsam voran. Plötzlich löste sich über ihr ein großer Stein. Sie wollte ausweichen, rutschte dabei über eine Felskante und fiel rückwärts in eine Felsspalte. Steine polterten, dazwischen hallte ein Hilfeschrei in die Nacht hinaus. Miau, miau! Als es wieder ruhig geworden war und die Katze sich umsah,
stellte sie ihre hoffnungslose Lage fest. Sie war zwischen großen Steinen eingeklemmt in einer kalten, feuchten Felsspalte. Ihr linkes Vorderbein schmerzte schrecklich. Wahrscheinlich war es gebrochen. Trotzdem versuchte sie hochzuklettern, doch vergeblich. Ihre Hilfeschreie wurden immer schwächer und ihre Einsamkeit wurde ihr schmerzlich bewusst. Ich habe keinen Namen, ich habe kein Zuhause. Mich wird niemand suchen. Nun muss ich hier elend sterben. Und zur Bekräftigung dieses Gedankens rief sie noch einmal, miau, miau. Dann wurde sie ganz still. Tja, wir alle hier haben einen Namen, wir haben ein Zuhause und dafür können wir dankbar sein. Und bei Gott kann jeder ein noch viel besseres Zuhause finden. Einen neuen Himmel und eine neue Erde hat er uns versprochen, wie es dort wohl sein wird. Ob die Katze da oben in den Bergen wohl ein Zuhause findet, was glaubt ihr? Ich erzähle euch nächsten Sabbat, wie es ausgeht.